So, es kann wieder weitergehen mit Let's Play The Witcher. Ich bin es, euer Simmerfix. Im letzten Part haben wir ein wenig mit Shani gesprochen, denn wie wir erfahren haben, ist der Gefangene, Salamander, den wir eigentlich verhören wollten, tot. Nun wollen wir eine Autopsie an ihm vollführen und dafür brauchen wir erstmal einige Informationen, überhaupt wie man eine Autopsie vollführt. Und das heißt, wir müssen hier erstmal zum Friedhof von Visima gehen. Da waren wir ja noch gar nicht, okay. Beschreiben wir mal diesen Weg. Ach, ich glaube, der ist hinter dem Tempel der Heiligen Rose, oder? Nee, doch nicht. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß doch nicht. Gesellschaft hat mich zu dem gemacht, so, was ich bin. Ja, ja, du mich auch. So, doch, da hatte ich schon recht. Okay, da sind wir nicht hingegangen, weil ich dachte, da geht es einfach nur in den Tempel irgendwie von den Heiligen Rosentypen und die lauern mich. Oh, du bist Hexer, du bist böse. Du bist Gary von Rivi. Und ja, das wollte ich mir nicht anhören. So. Und das heißt, wir gehen jetzt erstmal zum allerersten Mal dahin. Erkunden wir den letzten Teil von Visima, den wir bis jetzt zumindest beschreiten konnten, den wir noch nicht entdeckt haben. Und ja. Sieht gut aus, würde ich sagen. So, gehen wir wieder in unsere schöne Vogelperspektive. Auch wenn es natürlich so viel cineastischer aussieht. Aber so kann man in diesem Spiel echt nicht kämpfen. Weil, wenn man sich die ganze Zeit durchklicken soll und dann hier so machen soll, das geht nicht. So, Friedhofskasse. Biberfit und Töchter. Was? Biberfeld und Töchter. Achso, nicht Biberfit. Feine Kleidung. Schatzhandschuhe, Hochzeitskleider. Umnähen von Hosen. Oh, ist das nicht schön. Sucht ihr Arbeit? Kommt zur riesigen Rekrutierungsstelle der Temerischen Wache. Keine Lust. Will ich zur Temerischen Wache. So, nachts auf einen Friedhof gehen. Was gibt Schöneres? Der Friedhof. Tote und Untote warten hinter diesem Tor. Jede Menge Arbeit für einen Hexer. Ich habe das Silberschwert schon bereit, Gary. So, komm da rein. Abgeschlossen. Das ist blöd. Schild. Totengräber. Schön. Gibt es hier irgendeine Person, mit der wir reden können? So, ich sehe leider ein Ghoul. Kommt einfach von hinten, so kürzlich. Das ist ja gar nicht nett. So. Geralt, pack das Schwert aus! So, wir sollten unseren starken Kampfstil gegen das Viech benutzen. Beam! Wir machen dem ganz schön wenig Schaden dafür, dass das eigentlich ein Stahlschwert ist und dass das eigentlich für das perfekt geeignet ist. Aber egal. Boah, gleichzeitig hochgejumpt. Aber mein Jump war einfach cool. Also, wo kam eigentlich der Ghoul her? Keine Ahnung. So, was haben wir hier? Ghoulblut. Schön. Das müssten wir eigentlich Kalkstein bringen. Eigentlich hätten wir eben das schon davor bringen sollen. Aber egal. Das ist ja nicht so schlimm. So, Schild. Hier. Friedhof. Ja, ich weiß auch, dass das der Friedhof ist. Boah, was für Informationen. Grausam. So. Jetzt können wir erstmal eine Feuerstelle finden, dort schlafen gehen und dann am nächsten Tag wieder hingehen. So, das handelt des Ordens, kann ich bei dir schlafen? Siegfried sprach von euch. Das kommt nicht so gut an. So, das Tempeldor, da kommen wir doch sicher rein, oder? Hätte mich auch sehr gewundert. So, dann müssen wir jetzt erstmal wieder zum Haarigen Bären runterlaufen. Dann, wenn wir beim Haarigen Bären sind, können wir da einmal schlafen und dann können wir wieder hochgehen. Oh, ich wünschte, das wäre irgendwie so, oder warte? Können wir da reingehen? Ja! Posten des Ordens, da kann man sich doch sicher irgendwo ausruhen, oder? Bitte sag ja. Bitte sag ja. Naja, wir können was beklauen. So, was haben hier die so Schönes? Geisterscheinung, irgendwas, Blumen und Flamme, bla bla und eine Erdbeere. Erdbeere. So. Ich glaube, das Buch haben wir sogar schon mal gelesen. Ah, nee, das Buch haben wir noch nicht gelesen. Lesen wir das mal. Blumenfarme von Ritter Erik Vogel, von seinem Vorgesetzten autorisiert. Es war die Zeit, da der Orden der Weißen Rose den Zenit seiner Macht überschritten hatte und zerfiel. Meister und Ritter waren gleichermaßen verdorben und schwachen Glaubens. Statt Kämpfen bevorzugten sie ein warmes Bett, statt Gebeten Straßendirnen. Der Titel des Großmeisters ging von Rudolf Valeris auf Jacques de Aldersberg über, einen frommen und rechtschaffenen Mann. Es heißt, dass während des Konklaves eine weiße Rose in seiner Hand in Flammen ausbrach und fromme Furcht die Anwesenden überkam. Jacques hatte eine klare Vorstellung von den nötigen Reformen und zögerte nicht, sie in die Tat umzusetzen. Er änderte den Namen des Ordens, der zum Orden der Flammenrose wurde. Doch vor allem setzte er den Rittern ein neues Ziel, dem Volke zu dienen und es vor Kreaturen der Dunkelheit und Ungeheuern zu beschützen, deren Inbegriff für ihn der Name Scoia'tael war. Oh! Das hört sich jetzt doch nicht so gut an. Hier ein Buch über Geister und so.
Denn mit anderen Worten, das heißt, dass er einfach nur die Scoia'tael, die... Oh, warte kurz. Das ist nicht so gut. Schade. Denn mit anderen Worten heißt es, dass er jetzt, sich als neuen Feind die Elfen und Zwerge sich gesucht hat. Wir wissen ja, die Scoia'tael sind ja einfach ein Zusammenschluss aus... Was macht Siegfried hier? Warte, kann man bei ihm schlafen? Komm. Geralt? Okay, leider nicht. Der sagt dann immer, du willst schlussliche beitreten. Nein, will ich nicht. So, denn die Scoia'tael sind ein Zusammenschluss von Elfen und Zwergen, wie wir alle wissen. Wir haben ja schon mit ihnen Geschäften gemacht, deswegen ist hier unser Informant einmal gestorben. War keine so gute Idee. Und, yo, sie wollen halt gegen die Unterdrückung der Menschen kämpfen. Okay, sehr interessant. Und, ja. Also früher, also eigentlich dachte ich, der Ritter der Weißen Rose steht einfach nur dafür da, die Menschen zu beschützen vor den Monstern und so, die sie angreifen, aber so wie es aussieht, war der Typ, der gesagt hat, ja, wir greifen jetzt hier die Zwerge an. Nett. So, lagern wir erstmal wieder die Bücher in unser Inventar über. So. Eine Erdbeere, da kann man auch reintun. Die Salamanderabzeichen kann man wegmachen. Waldkauz behalten wir. Den Malmastein tun wir auch mal weg. Goldmark, das ist ein Trank. Das ist der Trank, den wir im letzten Part bekommen haben von Kalkstein. Und waren da nicht noch mehr Bücher? Ne, da waren nicht noch mehr Bücher. Okay, dann legen wir uns kurz schlafen. Ja, 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 komm, nerv mich nicht. So. Also ich würde mir echt gesagt wünschen, dass es irgendwas sowas wie in Dragon Age gibt. Dass man einfach, also Dragon Age 2, dass man einfach, oh, Taste drückt und jetzt ist Tag. Jetzt ist Nacht, also wenn man aus der Karte rausgeht. Sowas hätte ich hier super gefunden, weil so viele Quests sind halt immer bedingt von der Tageszeit. Und ich finde es immer nervig, dass man hier immer die ganze Zeit hingehen muss. Oh, ich will schlafen. Oh, das ist blöd. Jetzt müssen wir erst warten, bis Nacht ist. So. Im Umland von Visima hat es mich nicht so sehr gestört, denn da war es halt so... Das, was war das? Was war das? Da waren halt überall, dass da Feuerstellen waren. Hier sind nur sehr, sehr wenige Feuerstellen. Und da es hier nur so wenige Feuerstellen gibt, müssen wir immer irgendwo hinlaufen. Immer erst da mit denen reden. Und das finde ich nicht so cool. So, ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal hier mit dem Waffenschmied. Der sollte ja jetzt hoffentlich unseren Blitzableiter jetzt herstellen können. Braucht ihr etwas? Ist der Blitz. Metallstab fertig? Ja. Hier sind 70 Orens. Danke. Ich werde sie an eine gute Sache weiterleiten. Naja, du mich auch. So. Warum läuft der Typ so? Ich dachte erst, der will uns irgendwie angreifen. So, okay. Den Blitzableiter brauchen wir für eine Aufgabe in den Sümpfen, wo wir, einen Golem wieder aufwecken müssen, so wie ich das verstanden habe. So. Aber jetzt will ich erstmal auf den Friedhof gehen und dort werden wir uns gleich mal umschauen. So. Vögel! Ich hoffe, da ist jetzt irgendjemand, mit dem wir reden können. Weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht sonst, wie wir auf den Friedhof kommen können. Da ist doch ein Totengräber, so. Ach, warum arbeitest du nicht nach, Typ? Was darf's sein? Kiefer oder vielleicht Eiche? Eine ganze Gruft? Mal sehen, 5 Ellen breit? Ich brauche keinen Sarg. Ich habe nicht die Absicht, in absehbarer Zeit zu sterben. Klingt logisch. Vielleicht können wir ja Geschäfte machen. Was für Geschäfte? Eine Partnerschaft. Mit diesen Schwertern, da schlagt ihr zweifellos dann und wann ein paar Köpfe ab. Lasst es mich wissen, wenn ihr wieder einen abmurkst. Ihr bekommt euren Anteil am Erlös des Sarges. Lasst den Unsinn. Ich brauche etwas anderes. Was braucht ihr? Warum ist der Friedhof abgeschlossen? Weil die Toten nicht in Frieden ruhen wollen. Keine Angst, im hellen Sonnenschein bleiben sie in ihren Gräbern. Aber jemand sollte sich darum kümmern. Vielleicht setzt ja jemand mal eine Belohnung aus, doch bis jetzt scheint es keinen sonderlich zu stören. Ich werde mich darum kümmern, wenn ihr bereit seid zu zahlen. Bis dahin sage ich, lebt wohl. Na toll, ein Held. Glaubt ihr, es ist leicht, einen Toten zur letzten Ruhe zu betten? Macht, was ihr wollt. Vielleicht wird euch der Hauptmann der Wache belohnen.
Kann nicht schaden, mal nachzuhaken. Was braucht ihr? Ich bin wegen der Anzeige hier. Ja? Soweit ich weiß, braucht ihr 6 Töpfe Hundefett. Ich will so viele von den Kötern loswerden wie möglich. Bringt mir das Fett als Beweis. Jüngst ist ein Gefangener gestorben. Ist er schon auf dem Friedhof? Keine Ahnung. Aber ich kann euch einen anderen Leichnam geben. Die stinken alle gleich. Mich interessiert nur ein bestimmter Leichnam. Ach, wir sind ein wenig eigen, ja? Ihr dürft gern wiederkommen, wenn ihr wisst, was ihr wollt. Die Obduktion sterblicher Überreste ist eine Kunstform. Es lohnt sich immer, gründlicher nachzusehen. Aber um wen geht es da? Könntet ihr den Leichnam des Gefangenen für eine Autopsie herausgeben? Für eine Flasche Zwergenschnaps. Hinfort! Hinfort! Verdammt. So, das war sehr blöd. Wir müssen einen hochprozentigen Alkohol, so wie es aussieht, finden. Und dann können wir ihn damit bestechen. Mittlerer Alkohol, bla bla, Hundetalk, Fett. Ah, verdammt, wir haben schon 3 von dem Fett. Das ärgert mich jetzt gerade. Der Typ, der hat eh schon mal einen Dachschaden. Das, glaube ich, haben wir alle gemerkt. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal schaue ich dann... Jetzt kann ich erstmal zu dem Typen wieder reingehen. In den lieben Haring Bären. Dort mich nochmal ausruhen und dann nochmal da hochlaufen. Und dann, weil ich muss jetzt erstmal wieder ein Nickerchen machen, bevor er wieder mit mir redet. Und dann können wir das nochmal versuchen. So. Erstmal strecken hier. Das ist immer das Schöne. Man kann ja einfach dem Gerrit sagen, ja, lauf erstmal da irgendwo hin und dann läuft er erstmal, ohne dass ich irgendwas klicken muss. Das ist schön. So. Aber klicken wir trotzdem mal wieder hin, denn wir wollen ja dahin. Jetzt machen wir erstmal ein Nickerchen für 24 Stunden und dann können wir da wieder hingehen. Dann können wir da nochmal den Typen fragen. Ich schaue, ob ich vielleicht wirklich einen Zwergenschnaps mir da besorgen kann. Ah, das mag ich nicht so gut, so gerne mit den Geschenken. Dass wenn man ein falsches Geschenk gibt, dass die sofort dann sagen, nee, geh weg, mag dich nicht, geh weg, stirb. So, wo ist unsere kleine Freundin, die Kellnerin? Die ist hier doch irgendwo sicher, oder? Ansonsten ist sie keine so gute Kellnerin, so. Habt ihr euch in... So, Zwergenschnaps. Zwergenschnaps, 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 Wiesimas Gold, Kuhmilch, Metenrose, Kirsch, Huhn, Temerische Roggenwodka, Soldatenfusel, Gänseschmalz, Nierenfett, Schweinefleisch, Hammelbein, Käse. Ich würde sagen, wir nehmen den Temerischen Roggenwodka. Trunkenbolde nennen diesen Wodka aus der Roggen und ihr täglich Brot. War ich das mal irgendwas mit starkem Alkohol reicht schon. Hoffe ich jetzt zumindest mal. Nee, geh doch weg. So, da gehen wir jetzt halt nochmal hin. Schlafen jetzt erstmal ein kleines Röntchen. Hey, wir werden hier abgezogen. Ich glaube, weil wir hier immer schlafen müssen, nur immer 5 Uhr. Ich könnte zwar auch zu Kalkstein laufen, aber zu Kalkstein wird es ja noch länger dauern zu laufen. So, 24 Stunden. 23 Stunden. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Hier, eine Stunde macht es jetzt aus. So, dann ist der nächste Tag eingebrochen. Ich hoffe, das ist nicht so ein Spiel, so... wie ist es nochmal? Nicht Zelda, ich habe vergessen, wie es heißt. Nicht das, also, das war auch auf dem N64 kam, nicht Ocarina of Time, sondern... Oh, ich habe vergessen, wie es heißt. Irgendwas mit der Maske oder so. Und dieses Zelda, das war so irgendwie, wenn man sich so viel Zeit gelassen hat, dann ist ein Komet auf die Erde gestürzt und alle sind gestorben. Oder wie Shenmue. Shenmue ist ja auch so, wenn man sich ganz, ganz, ganz viel lange Zeit lässt, dann kommt am Ende der Bösewicht und tötet einen. Und ich hoffe, in The Witcher ist nicht so, dass irgendwann, wenn wir uns ganz, ganz, ganz viel Zeit lassen, dass dann irgendwann so die Salamander kommt, da ist Geralt, töten ihn! Und dass wir dann sterben. Das wäre jetzt nicht so gut. Ich muss hier so viele Tage einfach verschlafen, einfach. Und ja, es kann schon mal sein, dass jetzt irgendwann die Salamander kommen und dann sagen, ja, Geralt, du bist jetzt tot, Spiel ist zu Ende. Würde ich ihnen zutrauen. So. Kann ich jetzt bitte auf den Friedhof, mein kleiner, hässlicher, merkwürdiger Psychopathen-Grabwächter hier. Ganz ehrlich, warum müssen wir das immer so kompliziert machen? Können wir nicht einfach ein Schwert in den Kopf rammen und dann sagen, ja gut, jetzt kann ich rein. Was braucht... Ihr wisst viel über die Todesfälle in dieser Stadt. Habt ihr schon mal bei Ermittlungen geholfen?
Ab und zu informiere ich Raimund über die interessanteren Toten. Ich traue Raimund nicht. Er verbirgt etwas. Raimund? Einen loyaleren Mann findet ihr niemals? Er scheint seine Mühe mit diesem Fall zu haben. Ich sollte ihm helfen. Lasst ihr mich in den Friedhof? Das verbieten die Wie kann... Ich brauche eine Erlaubnis vom Hauptmann Mais. Anders kann ich euch nicht erweichen? Nun, ich habe sehr hohe Schulden bei Thaler angehäuft. Befreit mich von diesem... Ich möchte in den Friedhof. Das verbieten die... Wie ich brauche... Anders... Nun... Ja, okay, gut, da schauen wir das mal, ob wir das machen können. Aber erstmal versuchen wir ihn jetzt erstmal mit Alkohol zu bestechen. So, wir haben hier doch Wisimas Gold. Wo war das, was wir jetzt gerade gekauft haben? Hier. Es geht doch nichts über einen guten Tropfen. Was den Gefangenen angeht. Wohin soll der Leichnam gebracht werden? Ins Krankenhaus. Bis zum Abend ist er dort. Lebt wohl. So, okay, es hat geklappt, dieser blöde, besoffene Totenwächter ist jetzt hier weg. So, ich würde sagen, wir brauchen aber jetzt noch erstmal die Informationen dann hier von ihm, damit wir überhaupt was aus der Autopsie anfangen können. Mitternacht, Krankenhaus, wo, der Bewahrer, das, der Druiden, ja, den müssen wir irgendwann finden, die Dankbarkeit. Dann würde ich sagen, Thaler oder die Stadtwache sollten sie mir ausstellen. So, zu Thaler gehen wir nicht, denn Thaler zieht uns im Endeffekt nur wieder ab. Und dann müssen wir ganz viel Geld zahlen und ich habe keinen Bock, ganz viel Geld zu zahlen. Das heißt, wir gehen einfach zu Vincent Mays. Mit dem sind wir ein bisschen kameradschaftlich. Erinnere ich sicher noch, als wir mit dem ein Lager Salamandra ausgeräuchert haben. Wo er einfach gesagt hat, oh, ich habe nichts gesehen. der ist schon cool, der ist mir echt sympathisch. Und das werden wir auch tun, aber erst im nächsten Part von The Witcher. Bis dahin muss ich mich leider verabschieden. Und yo, bis dahin. Euer MC Mafex, haut rein. Ciao.